Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Part. Pokémon Showdown, heute mal im Underused Tier mit einem Team rund um Mega Voltenso. Das Team habe nicht ich gebaut, sondern ich weiß nicht genau, wer das ist, um ehrlich zu sein. Also Felix hat mir das Team geschickt, der hat mir das schnell fertig gemacht. Aber anscheinend ist das Originalteam von Piff. Und ich habe keine Ahnung, wer Piff ist, aber irgendwie wissen das alle Leute und kennen das Team irgendwoher. Ist aber auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall habe ich das Team hier auf dem letzten CPP verwendet. Bin damit ja relativ weit gekommen, bis ich super dumm gegen einen Bellydrum Azumarill ausgeschieden bin, weil ich einfach blöd war. Aber ist okay, das gehört der Vergangenheit an und deswegen reden wir gar nicht darüber. Wir sehen jetzt hier ein, ja, doch eigentlich relativ interessantes Team auf der gegnerischen Seite. Und ich überlege gerade, ob ich direkt mit Branavaz leaden möchte, weil der Junge hat halt viele Antworten gegen Branavaz. Also der Gegner hier, Try Honesty, deswegen weiß ich gar nicht. Also nebenbei, wir werden einfach ein bisschen im Juju laddern, weil ich gerade Lust drauf hatte. Und deswegen, ja, so viel dazu. Ich glaube, dass X-Bud eigentlich ein solider Lead gegen ihn ist. Und ich glaube, ich werde sogar mit X-Bud leaden. Er liegt tatsächlich mit Blue Loom perfekt. Also einen besseren Lead hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Das heißt, ich gehe hier auf die Kehrtwende, denn ich denke hier nicht, dass er drin bleiben wird. Ich könnte eigentlich auf den Sturzflug gehen, wollte ich gerade sagen, aber na egal, ist jetzt sowieso nicht so wichtig. Denn ich kann auch in seinem Blue Loom immer noch in meinen Latias reingehen und ich könnte jetzt hier einfach den Draco droppen. Ich habe eigentlich keinen Grund, das nicht zu tun. Ich habe jetzt hier diesen Tempo-Replay nicht ganz verstanden, weil wieso wollte er einfach das Ding abwerfen, damit er einen Safe-Switch generieren kann? Oder was will er hier machen? Ich hätte auch auf Sturzflug gehen können, natürlich, aber ich habe keinen Grund dafür gesehen, weil, ja, wobei, ich hätte auch eigentlich auf Sturzflug gehen können. Es gab keinen Grund, nicht auf Sturzflug zu gehen. Er hatte keinen wirklichen Switch-In, ne? Eigentlich war das ein Missplay von mir. Also, das hätte ich besser spielen können. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ich gehe hier einfach mal in Shirox. Ich denke mal, dass jetzt hier die Drachenattacke kommen würde. Ja, der Drachenpuls kommt. Und jetzt könnte die Kraftreserve Feuer kommen. Das heißt, ich werde jetzt hier einfach mal doublen in Latias und werde jetzt hier den Draco droppen, denn ich bin gewahrschalt und somit werde ich ihn jetzt hier besiegen können und tatsächlich, er bleibt drin und das ist ziemlich nice. Damit haben wir auch Mega Gewaldro weg. Das ist cool, das ist sehr, sehr wichtig. Und der Gegner ist einfach disconnected, das heißt, wir sehen unser Heimschnitt wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir haben gewonnen, weil der Gegner einfach disconnected ist, aber wir hatten eigentlich schon jetzt sehr gute Chancen, das Ganze hier zu gewinnen, weil, ja, wir haben einfach bisschen Glück gehabt, würde ich sagen, dass der Gegner nicht so super gespielt hat anscheinend. Auch wenn ich hier am Anfang nicht perfekt gespielt habe mit der ersten Runde, wo ich einfach auf Sturzflug hätte gehen können, aber das war jetzt auch nicht der größte Missplay. Aber das ist okay. Und ich würde sagen, ich schneide einfach noch ein weiteres Mal, weil der nächste Gegner ein wenig auf sich warten lässt. Also bis gleich oder auch nicht, da ist er schon, perfekt. Und ich leade in jedem Fall mit Branavaz, selbst wenn er hier mit seinem Gewaldro leadet. Ich habe einen Switch-In dafür, das heißt, ich werde hier mit Branavaz leaden, weil ich sehe einfach das Matchup und Branavaz ist super nice gegen ihn. Aber leider leadet er tatsächlich mit Sceptile und aus diesem Grund werde ich hier straight in Latias reingehen, denn er wird jetzt hier nicht auf einen Drachenpuls gehen, das, so sehe ich ihn nicht, so, und ich werde jetzt hier den Draco droppen, auch wenn er hier in Milotic geht, das passt, denn so dieser Chip Damage ist ein schöner Chip Damage, 35%, das heißt, er müsste sich bald recovern im Fall der Fälle und ich kann jetzt hier eigentlich in Voltenso reingehen und dann kann ich eigentlich, oh, Toxin, interessant, dann kann ich eigentlich, ich wollte gerade sagen, doublen. Ich will aber auch eigentlich den Bedroher draußen haben. Ich glaube, ich gehe einfach auf Flammenwurf. Er bleibt tatsächlich drin, oder wie? Moment, was? Warte, was? Okay. Interessant, interessant. Ich werde jetzt hier einfach mal rauswechseln. Was erwarte ich jetzt hier? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, was ich erwarten soll. Ich glaube, ich gehe in Branavaz. Ich glaube, das sollte okay sein. Er bleibt tatsächlich weiterhin drin. Will ich jetzt hier ein Toxin fressen? Eigentlich nicht, ne? Das heißt, ich gehe jetzt hier in X-Bud, fange erstmal das Toxin ab und gehe dann auf Verhöhner. Und danach kann ich eigentlich kehrtwenden. Und dann in Branavaz gehen und vielleicht selber ein Toxin rausfeuern, wobei er auf Siedewasser geht, bitte keinen Burn. Okay, das ist gut. Das heißt, ich gehe jetzt hier wieder in Branavaz rein und jetzt bekomme ich entweder ein Toxin oder die Tarnsteine raus. Ich glaube, ich gehe hier eher für die Tarnsteine, weil ich glaube jetzt nicht, dass er drin bleiben wird. Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, Tarnsteine ist hier die beste Wahl. Er geht in Gewaldro, das ist okay. Ich glaube, ja, will ich hier X-Bud reinwechseln? Das hat mir zu viel Chip schon gefressen. Ich könnte in Shirox, glaube ich, jetzt hier gehen. Ja, es sollte okay sein. Er geht auf Drachenpuls, war zu erwarten. So, und jetzt gehen wir hier in Latias, weil ich hier die Kraftreserve Feuer abfangen möchte. Denn er ist leider noch nicht in Bullet Punch Range, also Patroni Range, denke ich zumindest. Ich kenne jetzt hier nicht die Kalks, aber würde mich wundern, wenn das so wäre. Ja, da kommt die Kraftreserve Feuer, wie erwartet. So, und jetzt werde ich einfach mal auf die
auf den Draco-Meteor nochmal gehen. Ja, ich glaube schon. Nochmal ein bisschen Chip für Milotic mitgeben. Ja, der ist nice, der Chip. Nochmal 30%. Das ist schon ganz gut. So, und jetzt können wir hier eigentlich in... Ja, was wechseln wir jetzt hier rein, ist die Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ich könnte eigentlich in Heracross gehen, wenn ich mal ehrlich bin. Ja, Heracross ist jetzt hier sehr nice. Ich glaube, ich werde sogar auf Abschlag gehen. Denn er könnte hier in Gliscor gehen und das wäre super, super gut, wenn er da reingeht. Das heißt, das mache ich. Ich könnte auch auf Schwertanz gehen, aber vielleicht bleibt er drin. Aber er bleibt sogar drin. Interessant. Ja, Siedewasser, damit kann ich auf jeden Fall leben. Und werde ich jetzt hier nochmal einen Knockoff einsetzen? Nee, ich glaube, ich gehe einfach auf die Fassade. Er könnte halt in Gliscor reingehen, aber ich weiß nicht, ob er das riskieren möchte. Ich weiß es wirklich nicht. In jedem Fall gehe ich für Fassade. Er geht tatsächlich in Gliscor. Schade, schade. Hätte ja sein können. Wäre nice gewesen. Machst du nix. So, und dann gehe ich jetzt hier einfach mal in Branawatz rein. Ja, ich glaube, hier gibt es keinen Grund, das nicht zu tun. Er könnte jetzt hier die Tarnscheine rausholen oder geht auf Auflockern. Damit kann ich auch leben. Und ich werde hier auf jeden Fall auf Siedewasser gehen. Denn dieses Ding wegzuhaben wäre nice. Aber nein, er geht in Gewaltruf. Vielleicht bekommen wir den Burn. Ein bisschen Chip Damage ist immer nice. Ja, perfekt. So, und jetzt ist die große Frage, was er dieses Mal einsetzen wird. Ich glaube, dieses Mal werde ich sogar Crobat opfern, wobei Crobat immer noch nice ist. Gegen Panferno. Wobei. Nee, ich glaube, ich opfere Crobat. Crobat ist gar nicht so gut gegen Panferno. Er geht auf Drachenpuls, das ist okay. Weil ich wollte jetzt hier nicht entweder meinen Shirox oder meinen Latias verlieren. Weil das so ein kleines 50-50 war, worauf er jetzt hier geht. Und dann haue ich jetzt hier den Z-Sturzflug raus, falls er irgendwie was anderes einsetzt. Aber nein, er geht auf Gigasauger. Und jetzt kann ich eigentlich in Shirox, glaube ich, gehen und Walbahn Patronieb drücken. Aber ich kalk das einfach mal ganz kurz nach, denn ich weiß es nicht genau, ob ich ihn jetzt hier besiegen kann. Aber ich glaube, er sollte in Range sein, oder? Sceptile, upsa, so schreibt man nicht Sceptile. Sceptile Mega, das ist in Range, ja nicht ganz, 72%, das ist eine Roll. Das heißt, entweder gehe ich die Roll ein oder ich gehe auf was anderes, weil die Sache ist natürlich, dass er immer noch dieses Milotic hat, was ein bisschen nervig ist. Und das stört mich. Ich könnte, nein, ich gehe einfach auf Latias. Ich gehe einfach auf Latias und ich drücke wieder den Draco-Meteor. Ja, ich glaube, das sollte okay sein, selbst wenn er wieder Milotic reingeht, ist das total okay. Er könnte ja auch diesmal drin bleiben, davor habe ich so ein bisschen Angst, aber nein, er geht in Shirox. Es misst leider. Das ist jetzt sehr problematisch, weil er könnte Verfolgung sein. Er könnte Verfolgung Shirox sein. Ah, dieses Latias ist immer noch nice. Will ich versuchen rauszuwechseln oder nicht, ist halt die Frage, ne? Ich brauche Branawatz bei einer guten Range. So, die Sache ist, ich brauche Branawatz für fast alles in seinem Team. So, Heracross ist auch eigentlich noch ganz cool. Aber ich glaube, das kann ich so abwerfen. Ich glaube, ich gehe in Heracross und er geht tatsächlich nicht auf die Verfolgung und auf die Kehrtwende. Das war nämlich das, was ich sonst noch gedacht hätte. Kehrtwende oder Verfolgung. Das ist okay. Denn Heracross kann ich hier abwerfen. Ich muss irgendwie dieses Gewaltro wegbekommen. Und jetzt ist er in Range für Shirox. Das ist nice. Denn dann kann ich mit Voltenso richtig, richtig viel Arbeit leisten. Wobei eigentlich nicht, weil er noch dieses Blitzer hat, was mich ein bisschen nervt. Blitzer ist ein bisschen nervig. Aber okay, ich gehe jetzt hier in... Ich gehe sogar raus in Shirox. Ich behalte mir... Ach, come on. Ich behalte mir das als Sackforder, wollte ich sagen, dass das ist Heracross, aber das war ein Missplay. Das war ganz klar ein Missplay. Ich glaube, ich werde jetzt hier sogar rausdoublen, weil ich glaube, dass er hier wieder in Shirox reingehen wird. Ach bitte, diesmal muss es klappen. Diesmal muss es echt klappen. Okay, es klappt. Er geht in die Milotic, das ist auch okay. Ja, ich drücke jetzt hier einfach auf Donnerblitz. Ja, ich glaube, das ist okay. Und er bleibt tatsächlich drin und es killt nicht. Wie bitte? Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hätte ich ganz und gar nicht gedacht. Krass. Dann gehe ich jetzt hier in Heracross rein und werde jetzt hier irgendwie irgendwas mit Nahkampf anschädigen. Aber krass. Oder ich gehe auf... Nee, ich gehe einfach auf Fassade. Falls er jetzt hier in Gliscor reingeht. Ich glaube, der Shirox-Play... Oh, ein Crit. Der Shirox-Play war ein Missplay. Das war ein Missplay. Ich hätte Heracross wahrscheinlich opfern sollen. Shirox wäre noch nice gewesen. Andererseits, ja, schwierig. Er hatte halt Patronenhieb-Switch-Ins, ne? Das ist immer die Sache. Das ist halt kompliziert, das Ganze. So, geht jetzt den Panferno. Ich werde das Ding jetzt hier abwerfen. Er geht auf die Kehrtwende. Das heißt, er gibt mir aber hier die Switch-Advantage. Jetzt ist halt die Frage, wie ich das noch gewinnen kann. Latias kann noch irgendwas Healing wischen, was nice ist. Wie zum Beispiel mein Voltenso. Branawatz 1v1 fast alles aus seinem Team, bis auf dieses Gewaltro. Das ist das große Problem. Das ist das große, große Problem. So, ich werde jetzt hier einfach mal... was werde ich jetzt hier machen? Werde ich nochmal die Tarnsteine raussetzen? Tarnsteine, dann... das ist super schwierig. Ich glaube, ich gehe jetzt hier in Branawatz... und gehe dann Latias. Andererseits muss er jetzt hier rauswechseln. Er hat eigentlich keinen Grund, das zu tun, ne? Ich glaube, ich gehe aufs Toxin. Er geht selber aufs Toxin, okay.
Ach man, ja, aber ich brauche diesen Chip Damage, damit ich Voltenso irgendwas machen kann, weil das Ding ist anscheinend total speziell defensiv. So, und jetzt wechsle ich raus und hoffe, dass er rauswechselt, aber nee, er geht leider nicht raus. Hm, ich kann immer noch irgendwas Healing Wishen, das ist okay. Damit kann ich leben. Das heißt, ich drücke jetzt hier einfach weiterhin Psychic. Ja, ich glaube, ich drücke einfach Psychic. Einfach Psychic drücken. Er hat sogar Ice Beam im Set, never mind. Ah, oh, das ist sehr kompliziert dann. Ich glaube, dann gehe ich in Voltenso rein und versuche es damit. Er geht jetzt weiter auf Eisstrahl. Ich muss gleich irgendwas Healing wischen. Und dann gehe ich jetzt hier auf... Ja, ich denke mal... Ich habe Angst, dass er in Blitzer reingeht. Ich hoffe, dass er in Blitzer reingeht. Das tut er leider nicht. Ach, bitte. Das ist doch richtig blöd. Aber ich glaube, das war mein einziger Play. Weil wenn er in Blitzer reingeht, habe ich mich verloren. Ja, so ziemlich. Ja, wobei habe ich das? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich gehe jetzt hier in Latias rein. Und drücke dann einfach Healing Wish. Ja, ich glaube schon. Außer er geht jetzt hier in Cheox. Aber nein, er geht in Panferno. Ja, will ich hier Psychokinese drücken? Nein, er wechselt doch sowieso in Cheox ein. Ich gehe einfach auf Healing Wish. Das bringt halt nichts. Ich kann hier eigentlich nichts wirklich machen. Branawatz kann halt nicht mehr wirklich gewinnen, weil dieses Mega Gewaldo noch da ist. Das ist das große Problem. Außer er geht aus Dönermund auf Leafstorm und dann gewinne ich deswegen. Aber nee, das sollte er eigentlich nicht machen. Das heißt, das ist so ziemlich verloren. Ja, das ist leider verloren. Dieses Gewaldo hätte ich halt irgendwie wegbekommen müssen. Das ist die Sache. Und nebenbei, ich werde einmal das Design aktualisieren gleich. Aber ja, da ist dieses Gewaldo leider. Vielleicht geht er ja auf Leafstorm und Mist und keine Ahnung. Nee, er geht auf Giersauger und damit GG. Ah, das habe ich, glaube ich, nicht optimal gespielt. Ich weiß aber auch gerade nicht, was ich hätte besser machen können, beziehungsweise wo ich den größten Missplay gemacht habe. Aber ich habe hier nicht ganz optimal gespielt. Ich muss ein bisschen mehr den Gameplan im Hinterkopf behalten. Der Gameplan war es ja nämlich, dieses Gewalt auch wegzubekommen, damit Branawatz einfach gewinnt. So, und jetzt schauen wir uns erstmal an, was können wir hier machen? Branawatz ist hier wieder super nice. Das bringt Spaß, das Pokémon. Das heißt, damit werde ich auch direkt leaden, denke ich mal. Wobei, er könnte auch mit seinem Tregefalo leaden, wovor ich ein bisschen Angst hätte. Aber, ja, will ich mit meinem Latias vielleicht so leaden? Das ist schwierig. Ich glaube aber, dass Branawatz okay ist, weil ich glaube nicht, dass er mit Tregefalo leadet. Ja, die nämlich mit Ambipom, das ist nice. Das heißt, ich bekomme jetzt hier meine Tarnsteine raus, während er erstmal natürlich auf Fake Out geht. Damit habe ich aber kein Problem. Das heißt, ich gehe jetzt hier nochmal auf die Tarnsteine. Und er geht auf Tail Slap. Okay. Hat das Ding Skill Link? Das Ding hat anscheinend. Nee, das Ding hat keinen Skill Link. Okay. Sehr interessant. Dann gehen wir hier auf Siedewasser. Er geht auf die U-Turn. Okay. Ja, er hat jetzt hier meine Size-Methode natürlich nice angechippt. War auf jeden Fall nicht schlecht von ihm. Vielleicht bekommen wir jetzt nochmal ein Siedewasser von dem Poyon rein. Mal schauen. Vielleicht bekommen wir jetzt hier auch den Burn. Könnte ja auch passieren, ne? Ja, wir bekommen sogar den Burn. Nice. Und das heißt, ich gehe jetzt hier erstmal auf das Erdbeben. Vielleicht missplayt er hier auch und geht auf Siedewasser. Wer weiß, wer weiß. Er geht aber erstmal auf Auflockern. Ich bin schneller, kann somit aber ihn auf jeden Fall Tourt-KO'n. Das Design muss ich auf jeden Fall wieder gleich aktualisieren. Aber erstmal gehe ich nochmal selber auf Erdbeben. Wobei, ich könnte natürlich hier auch rauswechseln. Ich habe eigentlich keinen Grund, nicht auf Tarnsteine zu gehen. Ich heile mich entgegen und er stirbt durch einen Burn, langsam aber sicher. Das heißt, Tarnstein ist hier mein Play. Er geht jetzt hier in Ambipom und ich werde einfach mal in Crobat gehen. Weil er wird vielleicht wieder Fakeout gehen, das passt. Und ich werde jetzt hier nebenbei erstmal aktualisieren, mein Design. Denn die Sache ist, dass ich jetzt hier eigentlich sogar einen Z-Sturzflug raushauen könnte, ne? Andererseits könnte er aber auch in dieses Empoleon reingehen. Ich gehe einfach auf die U-Turn. Er geht in den Empoleon rein, ja. Das war zu erwarten. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf die Kehrtwende und gehe dann auf mein Voltenso und werde einfach mal Flammenwurf drücken. Ja, falls er aus irgendeinem Grund hier rauswechselt. Aber ich kann auf jeden Fall schon mal meine Mega rausholen. Sorry, da muss ich mich ein bisschen räuspern. Meine Mega rausholen und vor allem auf Flammenwurf eben gehen, um auf irgendwas Chip-Damage zu bekommen oder Empoleon zu besiegen. Und er geht tatsächlich auf Voltenso, wollte den Sneaky Play machen, aber so nicht, mein Lieber, so nicht. Und ich werde jetzt hier nochmal auf Flammenwurf gehen, vielleicht. Oh, okay, er geht tatsächlich in Gliscor, weil vielleicht bleibt er sogar drin und ich gewinne den Speed-Type. Aber ich gehe hier sicher auf die Kraftreserve Eis. Okay, er geht zwar in Empoleon, aber dieses ganze Rumgeswitche hat ihm halt überhaupt nichts gebracht. Er hätte halt einfach Empoleon opfern sollen. Das war halt eigentlich sein Play, aber ich sag hier nichts. Ich habe ja auch nicht in diesem Part tadellos gespielt. Aber aktuell sieht es ganz gut aus und ich habe jetzt hier ganz solide Plays gemacht, würde ich sagen. So, da kommt sein Wahlschall Tregefalo rein. Er könnte ja auf Feuersturm gehen, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, er geht einfach auf den Draco oder auf die Kehrtwende. Und er geht tatsächlich auf den Draco. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf die Kehrtwende, weil er wahrscheinlich Gewaltschalt sein wird. Und, nee, Moment. Haben wir einen Live-Orb gesehen? Nein, das waren die Tarnsteine. Ich wollte gerade kurz schauen. Moment. Habe ich was übersehen? War ich etwa komplett blöd? Nein, war ich nicht. Alles safe. Und ich kann jetzt hier wieder Voltenso reinwechseln.
Und Voltenso macht jetzt hier super, super viel. Also, Voltenso ist nice. Voltenso ist richtig nice. Ich gehe auf die Kraft des Weiß, aber er geht tatsächlich in der Azumarill. Das ist okay, würde ich sagen. Ja, das ist okay. Er kann jetzt hier auf eine Wasserdüse gehen. Das heißt, ich gehe hier in Branawatz rein. Und er geht tatsächlich auf die Wasserdüse sehr, sehr nice. Vielleicht ist er sogar gebandet. Ich weiß es nicht genau. Könnte sein. Und ich werde jetzt hier auf das Toxin gehen. Er bleibt tatsächlich drin. Ist das ein Belly Drum Set? Das ist ein Belly Drum Set. Das ist okay. Damit kann ich tatsächlich leben. Denn ich habe noch Latias bei vollem KP und Latias wird das Ding handeln. Also kann ich damit leben und ich muss jetzt hier eigentlich nur was abwerfen. Das heißt, entweder werfe ich jetzt hier Sherox ab oder ich werfe Latias ab oder ich werfe vielleicht sogar X-Bud ab. X-Bud könnte ich eigentlich abwerfen, ne? X-Bud macht nicht so viel in dem Kampf. Es hat natürlich noch den Z-Move, was nice ist, aber es macht halt wirklich nichts, weil er auch noch sowas wie Voltenso hat. Er hat, nee, also eigentlich X-Bud ist nicht gut. X-Bud kann ich abwerfen. Er geht sogar auf Knuller, das reicht natürlich, weil er auf plus 6 ist. Und jetzt kann ich hier in, ich denke mal, Sherox gehen, weil Sherox schneller sein sollte. Ja, Sherox sollte schneller sein. Und Wahlband-Patronenhieb sollte halt dieser Range auf jeden Fall ausreichen. Und damit haben wir Azumarill weg und haben auch gar keinen Chip-Damage auf Latias oder so mehr fressen müssen, was ganz nice ist. So, geht jetzt hier in Trigefalo rein. Die Frage ist, ob ich einfach auf Patronenhieb gehen möchte, um diesen Chip-Damage zu bekommen, weil das Ding wegzuhaben wäre super, super wichtig. Und ich glaube, das mache ich auch. Das Ding wegzuhaben wäre wichtig und er geht auf den Draco-Meteor, der sogar noch nicht mal ausreicht. Und damit kann ich ihn jetzt hier mit dem zweiten Patronenhieb aus dem Spiel nehmen, während er in Glissco reinwechselt, aber das wird auch besiegt und somit, ja, der Crit hat nicht gemeldet. Somit ist das aktuell ziemlich nice. Ich werde jetzt hier einfach mal sogar rauswechseln. Nee, ich brauche das Ding nicht. Ich kann es hier so opfern. Auch wenn ein Fakeout natürlich hier offensichtlich ist, kann ich das Ding opfern. Und dann gehe ich einfach mal in Voltenso rein und drücke. Na, will ich jetzt hier Flammenwurf drücken? Ja, ich drücke Flammenwurf. Ich drücke Flammenwurf, weil er wahrscheinlich wieder in Voltenso geht, ja. Weil ich glaube, das ist aktuell auch sein einziger Player. Muss irgendwie hoffen, dass ich rumchoke. Ich hätte, glaube ich, auch in Scarborn gehen können. Scarborn wäre, glaube ich, auch ein solider Play gewesen, würde ich sagen. Gegen dieses Ambipom, aber das ist okay. So, jetzt opfere ich erstmal meinen Seismitoad. Das macht jetzt hier nicht mehr wirklich viel in dem Kampf. Und er wird jetzt hier langsam aber sicher sterben. Denn er ist jetzt bei minus 4. Ja, minus 4 war es. Und ich kann jetzt einfach in Voltenso reingehen und dieses Ding aus dem Spiel nehmen. Und Voltenso wird das Ganze jetzt hier clearen. So. Das heißt, ich gehe auf Flammenwurf. Das sollte nämlich auf der Range ausreichen. Okay, geht auf den Draco nochmal natürlich. Mist. Ist ein bisschen unlucky, aber hätte jetzt auch nicht gemeldet, außer er hat natürlich gecrittet, aber ich hatte halt immer noch meinen Scarf Latias in der Hinterhand und deswegen war das jetzt nicht so problematisch. So, und jetzt gehe ich einfach mal auf Donnerblitz und er geht auf Fake Out, natürlich, aber jetzt kann ich ihn hier mit dem Donnerblitz aus dem Spiel nehmen und habe natürlich auch meinen Latias, falls es nicht gereicht hätte. Nice, damit haben wir diesen Kampf gewonnen. Hier habe ich auf jeden Fall ein bisschen besser gespielt und es schlauer runtergespielt als im letzten Match. Aber manchmal hat man auch solche Kämpfe und manchmal hat man auch solche Teams als Gegner. Okay, das ist ein komisches Team, aber das sollte ich nicht unterschätzen. Vor allem dieses Ditto ist sehr, sehr nervig. Das gefällt mir jetzt schon nicht. Aber Voltenso ist super nice gegen das Team. Er hat natürlich Hatera, aber sonst ist es super nice. Problem ist dieses dumme Ditto. So, könnte er mit Ditto leaden, ist die Frage, ne? Das ist immer so die Frage, die man sich stellt. Ich glaube, ich leade mit Crobat. Crobat ist ganz nice. Selbst wenn er mit Ditto leadet, weil ich meinen Z-Move habe und er nicht. Und ich werde jetzt hier sogar meinen Z-Move raushauen. Einfach nur, um dieses Slacking irgendwie anzuchippen. Denn der Chip ist nice. Er geht auf Rückkehr. Und das killt halt einfach, weil er es gewahlbandet ist. Das ist richtig traurig. Das ist richtig traurig. So, jetzt gehe ich in Sherox rein, werde auf die Kehrtwende gehen. Wenn er in seinen Alomamola geht, kann ich in mein Crobat reingehen und SD drücken und irgendwie irgendwas anschädigen. So, und die Frage ist, will ich überhaupt auf SD gehen, weil er Ditto hat, aber ich glaube nicht, dass er jetzt hier auf Ditto direkt geht. Nein, er geht in Crobat rein. Schade. Schade, schade, schade. Das heißt, er muss aber auf Sturzflug gehen, das heißt, das kann ich mir irgendwie zunutze machen. Entweder gehe ich auf Voltenso, was aber nicht so gut ist, weil Voltenso immer noch nice ist, oder ich gehe in Branawatz. Ich glaube, Branawatz ist hier gut. Ja, er geht tatsächlich selber auf den Z-Move, okay, das sollten wir ganz okay wegstecken. Und dann kann ich jetzt hier eigentlich mal entweder die Tarnsteine legen, was ganz gut wäre, oder sogar aufs Toxin gehen. Wobei, was wird er hier reinwechseln? Wird er in Stacking reingehen? Ich weiß es nicht. Ich gehe auf die Tarnsteine wegen diesem Pidgeot auch. So, und er geht hier in sein Pidgeot tatsächlich sogar. Aber ich will auch nicht in Voltenso reingehen, ne? Ich will aber auch nicht Sherox hier in eine Hitzewelle reinwechseln. Aber ich glaube nicht, dass er auf die Hitzewelle geht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Er geht auf Defog sogar, okay? Er hat Defog im Set. Das heißt, er wird jetzt hier auf die Hitzewelle gehen oder geht in Mola rein, okay? Damit kann ich, glaube ich, leben. Ich werde dann jetzt hier in Manectric gehen und einfach mal die Mega rausholen.
Er geht in Blissey. Okay, jetzt hier ganzen Doubles. Aber damit bekomme ich schon mal meine Mega, was ganz nice ist. Damit hat er auch nicht die Möglichkeit, sich irgendwie meine Fähigkeit in der Non-Mega abzustauben. Was ganz hilfreich ist. So, Blissey, Blissey, Blissey. Ich glaube, ich gehe in Heracross rein. Ja, ich glaube, das ist okay. Da gehe ich auf die Tarnsteine. Ist okay. Ich kann jetzt hier erstmal eine Fassade raushauen. Die wird irgendwas ziemlich stark anschädigen. Das ist jetzt in diesem Fall dieses X-Bird. Und das macht einfach super viel Schaden. Das ist krass. Und wenn er jetzt hier sich dafür entscheidet, auf Sturzflug zu gehen, dann wird er dieses X-Bird auf jeden Fall verlieren. Und er geht tatsächlich auf Sturzflug. Das ist cool. Natürlich haben wir jetzt hier auch relativ viel Chip auf Toad gefressen. Aber damit sollte ich leben können. Werde ich jetzt hier Toad opfern, ist die Frage. Toad ist nice gegen dieses Molar, ne? Also gegen dieses Marmolida. Will ich jetzt hier Branawatz abwerfen? Vielleicht geht er sogar auf die Kehrtwende. Ich gehe auf die Tarnsteine. Er geht auf Orkan. Schade, schade. Aber das ist okay. Das heißt, ich gehe jetzt hier in Voltenso rein, drücke in jedem Fall Voltwechsel. Ich möchte am liebsten auch die Tarnsteine wegbekommen, aber ich weiß nicht, wann ich die wegbekomme. Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Er geht in jedem Fall in Blissey. Aber die Sache ist, jedes Mal, wenn jetzt Heracross reinkommt, bekommt es einen Kill. Das heißt, ich werde jetzt hier auf Heracross gehen und einfach mir einen Kill abholen. Weil es bekommt halt irgendwie einen Kill. Und deswegen gehe ich jetzt hier auf die Fassade. Nahkampf könnte ich natürlich auch einsetzen, aber falls ein Ditto reingeht und irgendwie mich kopiert oder so, will ich das nicht. Deswegen gehe ich hier auf die Fassade. Falls ein Marmolida geht, ist das auch okay. Darauf gehe ich auf Schwertanz. Er hat hier auch leider den Beulenhelm drauf. Das heißt, der Chip ist ein bisschen nervig. Also natürlich bekomme ich jetzt hier nicht jedes Mal einen Kill. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber das ist okay. So, wir holen den Schwertanz raus. Er geht auf Wunschtraum. Das ist super, super nice. Und ich gehe jetzt hier auf einen Nahkampf. Ja, ich glaube schon. Er geht auf Protect. Damit kann ich leben. Und jetzt sollte hier Nahkampf killen, denke ich einfach mal. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf Nahkampf. Bitte kill, bitte kill, bitte kill. Es killt, okay. Marmolida wegzuhaben ist auch nice. Sehr, 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 sehr nice. So, und jetzt ist halt die Frage, ob ich Heracross noch irgendwie aufsparen kann, aber ich denke mal nicht. Ich könnte es halt wieder hochheilen mit Healing Wish. Heracross ist super nice und ich brauche es eigentlich auch gegen dieses Blissey. Ja, deswegen gehe ich, glaube ich, sogar in Voltenso rein. Und werde natürlich jetzt hier einen Orkan fressen. Bitte keine Verwirrung. Orkan kommt, bitte keine Verwirrung. Okay, das ist gut. Ich werde jetzt hier auf Voltwechsel gehen und dann, glaube ich, mein Heracross wieder hochwischen, weil, also mit Healing Wish. Weil die Sache ist, Heracross ist super nice. Das ist richtig gut. Das kann jetzt richtig viel machen. Und deswegen gehe ich jetzt hier auch in mein Latias, werde auf Healing Wish gehen und werde jetzt hier meinen Heracross hochheilen. Toxin kommt, das ist mir jetzt sowas von egal. Will ich lieber Voltenso haben? Nee, will ich nicht. Ich will Heracross hochheilen und das ist jetzt cool. So, jetzt kann ich hier eigentlich auf entweder auf Fassade gehen oder auf Abschlag. Schwertanz ist die Frage. Er könnte halt einfach in seinen Pidgeot gehen. Ich glaube, ich gehe auf Abschlag erstmal. Er bleibt tatsächlich drin. Damit kann ich leben. Auf die Überreste geht er. Ja, Toxin ist okay. Natürlich ist ein Heißorb besser, aber das ist okay. Also die Verbrennung durch ein Heißorb. So, wir hauen jetzt, glaube ich, hier eine Fassade raus. Und dieses Blissey stirbt auf jeden Fall. Und jetzt kann Voltenso auch noch mal einiges machen. Das einzige Problem ist dieses Ditto. Das ist sehr problematisch. So ist das Ding hier Wahlschalten. Nee, er ist so oder so schneller. Will ich Heracross behalten? Heracross ist jetzt langsamer als jedes aus seinem, also jedes Pokémon aus seinem Team, ne? Das ist ein bisschen problematisch. Ein bisschen sehr problematisch. So. Das heißt, eigentlich muss ich Heracross opfern. Aber ich kann es nicht opfern. Ich muss eigentlich in eine Rückkehr in Shirox gehen. Ja, Retaliate. Oh, das killt sogar leider. Ich musste mich da reingehen, weil die Sache ist, ich brauchte einen weiteren Sack. Ich musste irgendwas noch sacken können. Aber leider kann ich das jetzt nicht mehr sacken. Das ist problematisch. Das ist sehr problematisch. Okay, jetzt wird's interessant. Ich gehe in jedem Fall auf Donnerblitz. So. Und jetzt wird er sich Voltenso holen. Ja, jetzt wird er sich Voltenso holen. Das ist auch problematisch. Ich glaube, das war so ein Fehler. Hätte ich auf Voltwechsel gehen müssen. Er gewinnt auch den Speedteil. Wenn ich auf Voltwechsel gegangen wäre, hätte ich, glaube ich, gewonnen, oder? Dann gehe ich in Scaraborn rein. Opfere meinen Scaraborn. Ja, wieso habe ich das gemacht? Das war richtig blöd. Ich habe richtig hart gemissplayed. Okay, wisst ihr, was man hier hätte machen müssen? Ich hätte mit Mega Voltenso auf Voltwechsel gehen sollen, die Slaytaking besiegen sollen. Dann hätte ich in meinen Scaraborn gehen sollen. Ja, wobei, dann hätte er auch in Taubos gehen können. Hätte das einen Unterschied gemacht? Hätte er nicht so oder so gewonnen? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, egal. Ich habe trotzdem, glaube ich, nicht super schlecht gespielt. Ich überlege nur gerade, was sozusagen der Knackpunkt war. Ob ich vielleicht auch irgendwas anderes mit dem Heilopfer hätte hochheilen sollen. Zum Beispiel dieses Voltenso. Ja, schwierig, schwierig. Aber es war trotzdem in jedem Fall ein schönes Match. Und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was daraus mitnehmen und irgendwas daraus lernen. Denn ich habe jetzt hier nicht perfekt gespielt.
Aber ich habe, denke ich mal, doch vielleicht ein bisschen was beibringen können für die Leute, die nicht so gut sind oder vielleicht gerade erst einsteigen. Und für die Leute, die gut sind, denken sich die ganze Zeit, leider, was redet der Typ da? Aber ist okay. Ich möchte wieder nach und nach jetzt mich immer mehr ins Meta einspielen. Ich bin auf jeden Fall besser als vor einem Monat, als ich ja so eine lange Pause gemacht habe und super raus war. Aber ich bin immer noch nicht ganz drin und komme aber jetzt hoffentlich langsam aber sicher wieder rein und mache wieder ein paar weniger Misplays. In der GPA funktioniert es ja glücklicherweise ganz gut, weil da konzentriere ich mich auch noch ein bisschen mehr. Aber ja, ist ja okay. So, das ist jetzt nicht das Thema. Egal, wir reden jetzt hier nicht mehr über dieses Thema, sondern ich beende das Video. Wie immer, Bewertung, Kommentare sehr gern gesehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.